In peinlichen Situationen selbstbewusst zu bleiben, kann schwierig sein. Aber unglücklicherweise sind das die Situationen, in denen du dein Selbstbewusstsein am meisten brauchst. Deshalb werden wir in diesem Video 5 Punkte analysieren, die du dir von Margot Robbie abschauen kannst, um selbstbewusst zu bleiben und das auch besonders in Situationen, in denen du dich normalerweise beschämt oder nervös fühlst. Zuerst, es ist wichtig zu betonen, dass die Beziehung zwischen deinem Selbstbewusstsein und deinen Handlungen keine Einbahnstraße ist. Das heißt, wenn du dich selbstbewusst fühlst, wirst du auch selbstbewusst handeln. Aber es bedeutet auch, dass selbstsicheres Handeln dich selbstbewusster fühlen lässt. Der erste Punkt ist ein allgemeiner Charisma-Tipp. Es ist ein offensichtlicher, aber er kann dennoch leicht übersehen werden. Und zwar gewöhne dir an, häufig zu lächeln. Margot lächelt ständig, etwa während sie zuhört und noch wichtiger, während sie spricht. You know what? The scene's not happening today. I'm just gonna eat this whole damn cake right now. And I hate the cake and we sat there and ate it and we're like, yeah, this is the best birthday ever. Zu lächeln ist besonders wichtig in Situationen, in denen du nervös bist oder dir etwas peinlich ist. Denn es rettet dich, indem es deinem Gehirn signalisiert, dass alles in Ordnung ist, was dich selbstbewusster werden lässt. Und es lässt alle anderen im Raum annehmen, dass das, was geschehen ist, gar nicht so peinlich war. Um diesen Effekt in Aktion zu sehen, sieh dir dieses BBC-Interview an. I mean, shifting sands in the region, do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Bemerke, was du über den interviewten Mann denkst. Vielleicht findest du die Situation unangenehm, vielleicht auch nicht, aber sehr wahrscheinlich wirst du ihn nicht charismatisch finden. Vergleiche das nun mit Margot im nächsten Clip. When was this taken? Literally the most embarrassing photo of my whole life. Ich wette, dass Margot bei dir einen weit besseren Eindruck hinterließ. Und das veranschaulicht einen zentralen Punkt. Menschen verurteilen einen nicht in dem Moment, in dem die peinliche Situation passiert, auch wenn sich das manchmal so anfühlt, sondern sie bewerten anhand deiner Reaktion. Also verinnerliche dir, dass in einer peinlichen Situation nichts verloren ist, zumindest nicht sofort. Du hast tatsächlich sogar die Gelegenheit, dich sympathischer zu machen, wenn du richtig reagierst. Und dir das in Erinnerung zu halten, kann dir dabei helfen, in diesen Situationen selbstbewusster zu sein. Gerade am Anfang kann es einem schwerfallen, in einer peinlichen Situation zu lächeln, und wenn das bei dir der Fall ist, musst du es nicht vortäuschen. Und das bringt uns zu dem zweiten Punkt. Wenn du nicht lächeln kannst, gib dir zumindest selbst die Erlaubnis, authentisch und transparent zu sein, indem du deine Emotionen ausdrückst. Wie wir bereits angedeutet haben, mögen wir Menschen, die in beschämenden Situationen eine positive Ausstrahlung bewahren können. Aber wenn das nicht möglich ist, mögen wir auch Menschen, die in der Situation authentisch bleiben können. Und deshalb sieht man häufiger, wie charismatische Personen in diesen Situationen scheinbar zu emotional reagieren. Manchmal halten sie etwa die Hände vor ihren Kopf oder drehen sich etwas übertrieben weg. Seht ihr hier an, wie Margot dabei erwischt wurde, Toilettenpapier aus einem Hotel zu stehlen. We found the photo that the paparazzi took of you. Do you want to see? Tell me if this person is guilty of doing something wrong. Look at this guilty human being. Und das gleiche Prinzip der Transparenz gilt für was du sagst. Wenn du in peinlichen Situationen kein Wort sagen kannst, ist es oft das Beste, deinen nervösen inneren Dialog auszusprechen, so wie hier. I'm probably more nervous than you are, to be honest. Sorry, that's not comforting. I'm not going to say that. That wasn't very professional. I just thought of that. I'm so scared. I was going to say my hands are shaking, but you don't want to hear that. Es benötigt Selbstsicherheit, um Unwohlsein offenzulegen. Aber es generiert auch Selbstsicherheit, wenn du dich nicht so fühlst, als müsstest du die perfekte Antwort stets parat haben. Einfach deinen inneren Gedankengang in diesem Moment laut auszusprechen, kann ein Weg raus aus der Situation sein, der dich in eine weit angenehmere Lage bringt. Versuch das am besten das nächste Mal, wenn du in so einer Lage bist. Und wenn du deine innere Stimme mit Emotionen zum Ausdruck bringst, bringt dir das sogar garantiert eine hohe Aufmerksamkeit, um eine Story zu erzählen, so wie hier. I'm scared because my husband's gonna kill me for telling this story, but it's my favorite story ever. Und das trifft sich gut mit unserem dritten Punkt. Und zwar, sich in die peinliche Situation reinzulehnen, ist der beste Weg, um sie zu minimieren und dein Selbstbewusstsein zu erhöhen. Seh dir nochmal diesen Mann an, wie er versucht so zu tun, als sei die Situation nicht blamabel. Es lässt ihn unbehagsam und zu sorgsam um seinen fehlschlagenden, professionellen Eindruck wirken. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited.
Margot auf der anderen Seite nimmt sich extra Zeit, um den peinlichen Moment sogar auszudehnen, so wie hier, als sie bei einer Award-Zeremonie nicht aufhören kann zu lachen. I'm sorry. It's so funny, Margot. I don't know why it sounds so sexual to me. Open BDV is available. Oder so wie hier, als sie auf das peinliche Foto zeigt, um sogar noch die Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen. Toilet paper right there. Look at that face. That I'm is like, don't look in the bag. Don't look in the bag. Can you imagine if the bag broke and just toilet paper went everywhere? Oder wie in diesem Fall, als sie ins Detail geht, was so peinlich ist, was du in so einer Situation auch machen kannst. I'm in bed. I'm clearly really enjoying myself reading Harry Potter. Yeah, you are. I have braces, which I had for 2 years. Wir nehmen das Verhalten, sich in die Situation reinzulehnen, als charismatisch wahr, weil diese peinlichen Momente auf eine natürliche Art die Aufmerksamkeit anziehen. Und Menschen wollen Zeit damit verbringen, diesen Moment festzuhalten und anzusprechen. Und wenn du dann versuchst, dich der Situation zu entziehen, zum Beispiel indem du schnell ein anderes Thema vorschlägst, wirst du beinahe immer uncharismatisch wirken. Stattdessen kannst du diese Aufmerksamkeit nutzen, um die Situation zu kontrollieren, mit etwas, das wir Pacing and Leading nennen. Als erstes, Pacing bedeutet der Situation, die natürliche Aufmerksamkeit aktiv zu erlauben. Und dann, sobald du die Situation kontrollierst, leitest du sie zu einem anderen Thema. Und wenn du es auf diese Weise machst, werden andere üblicherweise nicht einschreiten. Und es gibt noch einen weiteren Grund, der Pacing and Leading so hilfreich macht. Und zwar erlaubt es dir, einen Witz zu reißen, der andere leicht zum Lachen bringt und dein Selbstbewusstsein weiter verstärkt. Das kannst du hier beobachten, als Margot ihre Story erzählt, wie sie beim Tätowieren einen Buchstaben vergessen hat und das bei den Dreharbeiten von Suicide Squad. Bemerke, wie sie nicht versucht, die Story schnell loszuwerden, sondern sogar einen Witz darüber macht. Everyone was spelling it as S-K-W-A-D, yeah. But I went straight from the S to the W. Swad? Swad. But if you still want one. Der vierte Punkt wird dein Selbstbewusstsein über Zeit aufbauen. Und dieser ist die goldene Regel zu brechen. Und zwar behandelst du die anderen Personen genau umgekehrt zu dem, wie du dich selbst in diesen Situationen behandelst. Und das heißt, dass du dich nicht reinlehnst, wenn anderen etwas Peinliches passiert, sondern du ihnen hilfst, diesen Situationen zu entkommen, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Und das kannst du hier sehen, als Margot Jimmy Fallon hilft, während er eine Story über ein schlecht gelaufenes Date erzählt. We're gonna go ice skating together in Central Park. Is that your idea of a date? That's so sweet. Yeah, I think it's so. Nice. I like that. Dabei solltest du allerdings beachten, dass andere es auch manchmal genießen, in ihren eigenen peinlichen Situationen zu lachen. Und wenn du das beobachtest, ist es in Ordnung, dich in die Situation reinzulehnen und sie spielerisch etwas damit aufzuziehen. The face of a 20-year-old, but the hearing of a 90-year-old. Should I say that again, but louder? Aber allgemein gesprochen, wenn du bemerkst, wie eine Situation jemandem unangenehm ist und du der Person dabei hilfst, herauszukommen, kommunizierst du unterbewusst, dass du es nicht nötig hast, andere herunterzuziehen, um dir selbst besser vorzukommen. Und das stärkt dein Selbstbewusstsein auf eine natürliche Weise. Also wenn du so einen Moment festlegst, überlege, wie du die Lage positiv gestalten oder der Person heraushelfen kannst. Und um tiefer in das Thema einzusteigen, ist das Wichtigste überhaupt dein Mindset. Und das Mindset, das dir am meisten helfen wird, unbehagliche Situationen mit einer Selbstsicherheit und Gelassenheit zu meistern, stellst du mit der Frage auf, die du dir in unangenehmen Momenten wie diesen stellst. Wenn diese Frage lautet, wie wird sich das auf mein Ansehen auswirken, wirst du natürlich eine schwere Zeit dabei haben. Und dann versuchst du auch am ehesten schnell zu entkommen und machst die Lage damit nur schlimmer. Aber wenn du dir stattdessen die Frage, was würde diesen Moment lustiger machen, angewöhnst, wirst du viel selbstbewusster mit Peinlichkeiten umgehen. Dann wirst du nicht nur all diese Punkte, die wir hier angesprochen haben, umsetzen können, sondern du wirst von den anderen auch nicht damit identifiziert werden, was dir passiert ist. Und merkwürdigerweise wird das dich sogar sympathischer und authentischer wirken lassen, selbst wenn du dich nervös fühlst. Vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video.